Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Pokémon Revolution Online. Ja, nachdem wir in der letzten Folge das S, das I und das erste N platt gemacht haben, stehe ich hier gerade neben dem zweiten N, der guten Novi. Ihr Team sieht ein bisschen beeindruckend aus, was ich hier so auf meinem zweiten Bildschirm sehen kann, deswegen fange ich mal mit meinem Seedraking an. Ich befinde mich im Nationalpark, hier in Yodo, und musste ein Nidoqueen mitbringen und ich würde mal sagen... Entschuldigung. Guten Tag. So, du möchtest doch das bestimmt mein Nidoqueen sehen. Ja, das sieht doch wirklich super aus. Let's do it. Ein Aerodactyl. So, ich würde mal sagen, ich fange mit einer geschmeidigen Hydropumpe an. Waxlite. Das tut weh, mein Freund. Und ich treffe natürlich nicht. Ach, das fängt ja mal wirklich, wirklich super an. So, jetzt treffe ich aber mit der Hydropumpe und das war's. Das war's. Das Aerodactyl hat sich erledigt. Alakazam. Alakazam. So, ich würde gerne erstmal gucken, was denn das gute Alakazam so kann. Deswegen setze ich mal da einen Hypertrank ein und ich möchte mal scouten. Es kommt die klassische Psychokinese. Boah, ich habe gerade irgendwie was im Hals. Das heißt, er wird Psychokinese noch mal machen. Ich werde mal gepflegt auf Desputa wechseln. So, sehr gut. Dann werde ich das Alakazam aus dem Spiel... Okay. Interessant. Ich hatte schon mit so etwas gerechnet, diese Strategie kenne ich ja schon. So, jetzt sollte ich aber mal ganz, ganz schnell auswechseln, beziehungsweise ich muss gerade mal gucken. Ne, ich sollte eigentlich gepflegt auswechseln. Ich will gerne Ampharos das erledigen lassen. Ja, wobei, sollte ich es vielleicht opfern an der Stelle? Vielleicht wäre es schlauer, es mal einfach gerade zu opfern. Es hat ja prinzipiell seinen Job erledigt. Wobei gegen... Der Typ hat auch noch einen Staraptor im Team, sehe ich. Das kann doch bestimmt Nahkampf. Das kann doch bestimmt den guten Nahkampf. Oh, ich darf sogar anfangen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Gut, dankeschön, Desputa. Du hast mir gute Dienste erwiesen. Das Felinara heißt es, glaube ich, auf Deutsch, wird Ampharos erledigen. Hoffe ich. So, das dürfte sich ja eigentlich jetzt erledigt haben. What? Moment. Vertue ich mich gerade? War Käfer auf Fee nicht irgendwie super effektiv? Okay, scheinbar nicht. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass Käfer auf Fee mega effektiv war. Wahrscheinlich war es... Also ich weiß, dass Gift auf Fee effektiv ist, aber war Käfer nicht auch? Wahrscheinlich war es gerade nicht Käfer bei meinem Glück. Gut. Ich bin schneller. Ich würde mal sagen, ein Drachenpuls... Ach nee, oh scheiße, ich bin so dumm. Ich bin so unfassbar dumm. Das darf nicht wahr sein, ey. Das darf einfach nicht wahr sein. Hier, komm. Mach's jetzt irgendwie weg. Sehr gut. So, hätten wir schon mal die ersten drei erledigt. Hallo Staraptor. Staraptor. Staraptor, du wirst doch einfach jetzt sicherlich rausnehmen. Ich frage es, was mache ich dann gegen dich?
Was mache ich dann gegen dich? Ich weiß es nicht. Ich scoute mal, was er macht. Oh, Double Edge. So etwas möchtest du tun? Das ist ja interessant. Eine interessante Strategie. Machst du das Ganze jetzt etwa nochmal? Macht er tatsächlich. Scheiße, es reicht sogar. Nidoqueen, könntest du dich bitte mal gerade dahin stellen? Ich würde nämlich gerade gerne eine meiner Kräuter verwenden, um einen guten Kollegen wiederzuholen. Die Frage ist nur, wen hole ich wieder? Despota hole ich mal gerade wieder. So, das war klar. So, jetzt muss ich überlegen. Staraptor, wie mache ich das? Wie machen wir das mit dir, mein Freund? Wie machen wir das mit dir, mein Freund? Eigentlich, wobei kann der Na, na, wenn jetzt natürlich ein Nahkampf kommt, dann bin ich natürlich jetzt richtig hart am Sack. Aber allein schon wegen dem Sandsturm dürfte sich das eigentlich lohnen. Das war so klar. Es war klar. Ich hab's gesagt. Es kommt ein Nahkampf. Ich hab's doch einfach gesagt. Es war klar, dass ein Nahkampf kommt. Es war einfach klar. Das haben wir natürlich ein Problem. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich habe ein Problem. Ungal, Ungal, Ungal. Ich heile Seedra King erstmal hoch. Alter. Okay, wir sind beide down. Okay, das ist jetzt richtig scheiße. Ja, wir beide haben nur noch zwei Pokémon. Das ist natürlich herzallerliebst. Ja. Ich wüsste, welches Slip. Boah, Alter, die ist ganz schön stark. Jetzt muss ich überlegen, ey. Brutolande. Ich glaube, ich muss nochmal Despota wiederholen. Despota kann das auf jeden Fall regeln. Despota kann das auf jeden Fall regeln. Aber ich glaube, auf den nächsten muss ich mich ein bisschen besser vorbereiten. Ey. Ich bin jetzt einfach so reinmarschiert in der Hoffnung, ja, das wird schon, was soll schon schief gehen, aber huiuiuiui. So, dann resetten wir mal den Sandsturm. So. Alter, das tut weh. Aber das reicht. Und es war ein Crit. Oh. Hui. Ein Aquana kommt zuletzt. Oh Mann, ey. Schönen guten Tag, Aquana. Ein Aquana. Aquana ist auf jeden Fall schneller.
Das heißt, von Despota kann ich mich eh schon mal verabschieden. Oder die Olle, die setzt mir echt ganz schön zu. Die setzt mir echt ganz schön zu. So. Das dürften wir jetzt aber hier geregelt kriegen. Ich gehe so mal auf übelste Nummer sicher. Ja, Aquana, nimm ruhig Schaden. Und das ist auf jeden Fall der Sieg. So, mal knüppeln wir mal noch so viel Schaden raus wie geht. Vielleicht reicht es ja sogar. Es reicht. Boah, Alter, das war eng. Das war richtig, richtig eng, möchte ich mal anmerken. Und natürlich, immer wenn ich aufnehme, fällt hier irgendwas Dickes vor meinem Fenster entlang. Das ist natürlich wirklich herzallerliebst. Ja, wir haben das zweite N besiegt und ich werde mich jetzt auf den Weg machen zum O. Das dürfte ein klein wenig dauern. Ich mache an der Stelle einen Cut. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich stehe hier neben Oswald, dem O von Sinnoh, dem vorletzten Trainer. Und alter Vater, hat er ein Team. Ich befinde mich hier im Olivin-Café. Habe auch zwei Neulinge mit dabei, sozusagen Brutalander und Rihornio sind mit am Start. Das Onyx muss ich für ihn mitnehmen. Das Team macht mir ehrlich gesagt Angst. Ich fange mit Sidra King an. Er dürfte, glaube ich, mit einem Despota anfangen. Danach kommt ein Pokémon, was auch ziemlich gut gegen Sidra King ist. Also in meinem Sinne gesehen. Oh shit, ey. Brutalan ist nicht wirklich mit guten Attacken ausgerüstet, hat aber noch einmal Toxin. Und mit Flug ist es auch eventuell gar nicht mal so verkehrt. Boah, Alter, ich war eben noch ein bisschen Hypertränke einkaufen. Ich habe ja nochmal 20 Hypertränke mitgenommen. Ich glaube, ich könnte es gegen ihn brauchen. Okay, komm. Let's do it. Let's do it. Hier ist mein Onyx, du geiles Luder, du. Okay, komm. Despota, haha. Warum denn ein Despota? Ich drück dir meine Hydro-Pumpe rein. Bäm. Das reicht nicht. Das ist doch mehr als die Hälfte, die er jetzt verloren hat. Deswegen ist er doch im Dingsbums-Bereich, ne? Dann, da ich ja schneller bin und das jetzt doppelten Schaden macht, müsste das eigentlich ausreichen. Sehr gut. Und das Despota ist aus dem Spiel. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Okay. So, schönen Tag. Will ich erst mal gucken, was du machst? Ich glaube, ich möchte tatsächlich erst mal gucken, was du machst. Wie viel KP stellt eigentlich so ein Hypertrank wieder her? Das sind 200. Das geht sogar ziemlich genau auf. So, ich gucke erst mal, was er macht. Ein Erdbeben. Ein Erdbeben, was richtig hammerhart viel Schaden macht. Ja, das ist natürlich ungeil, dass er ein Erdbeben hat. Ich dürfte ja auf jeden Fall, denke ich mal, schneller sein. Ich bin überlegen, ob ich ihm nochmal versuche. Ja, ich will ihm aber schon safe Schaden machen eigentlich. Ich dürfte ja auf jeden Fall schneller sein. Ich muss überlegen, es kommen gleich noch solche Klopper, ey. Holy shit, ey. Wie er schneller? Er ist schneller wie mein Sidra King? Okay, das ist natürlich ungeil.
Er ist schneller wie mein Citra King. Das ist natürlich jetzt richtig hart scheiße, dass er schneller ist wie mein Citra King. Budenstahl ist er. Budenstahl. Der hat auch bestimmt auch eine Gesteinsattacke, deswegen ich bin überlegen, ob ich ihn mit Toxin vergifte. Danach kommt sein Scherox. Ich versuche mal mit Toxin zu vergiften, weil kann man Stahl-Pokémon überhaupt vergiften? Ja, doch bestimmt, oder? Ach, dieser scheiß Sandsturm, ey, ohne Witz, der geht mir so hammerhart auf die Eier. Ach, der kann auch noch Ei raus, wollte ich mich eigentlich verarschen, ey. Man kann Stahl-Pokémon nicht vergiften. Das ist natürlich sensationell. Und er kann Aeroas. Wieso kann man Stahl-Pokémon nicht vergiften? Habe ich das doch richtig im Kopf gehabt? Ich habe schon so lange kein Pokémon mehr gespielt. Ja, sehr gut. Das ist auf jeden Fall super. Wie gut, dass ich meine Hundemon nicht dabei habe. Wieso kann der Aeroas, ein Boden-Stahl-Pokémon, keine Flugattacke? Wollte mich komplett verarschen? Ja gut, dann da Bisafloids eh drauf gehen wird, kann ich auch mein Zidrakin gerade nochmal wiederholen, denn er macht jetzt auf jeden Fall nochmal Aeroas. Gut, er ist schneller wie Citra King. Okay, wir haben gesehen Erdbeben und Aeroas. Was könnte er denn noch können, der Gute? Ich hole mal Despotar rein, um zu gucken. Ach, der kann doch bestimmt. Ach, Moment, Despotar ist doch. Ach, Gestein Unlicht. Ja, Gestein Unlicht. Der kann doch bestimmt so. Autsch. Oh, das macht gut Schaden. Das macht auf jeden Fall sehr, sehr gut Schaden. Das gefällt mir. Boah, shit, Alter, ey. Holy moly. Gut, mein Lieber, dann nehmen Sie mich mal bitte aus dem Spiel. Mit einem weiteren Eisenschädel. Wen lasse ich das denn dann am besten machen? Warte mal, danach kommt Scherox, ne? Das ist eigentlich dumm, was ich jetzt vorhabe. Aber Citra King übersteht auf jeden Fall eine Attacke. Oh shit, jetzt vielleicht nicht mehr. Uncool. Uncool. Citra King. Okay, er ist weg. Er ist weg. Das ist die Hauptsache, er ist weg. Okay. Sehr gut. Hallo Scherox, du bist doch auf jeden Fall schneller wie ich. Das heißt, ich mache wieder mein Uralt-Trick. So, was machst du denn? Superpower. Ja, sowas aber auch, ey. Oh, wieso machst du das denn? So, Rihornior. Würdest du bitte mal rauskommen und in dieses Scherox erledigen? Das würde mich doch sehr, sehr freuen, wenn du das machen würdest. Bullet Punch. So, und das macht auch noch plus 20% mehr Schaden, weil ich ihm den Hearthstone mitgegeben habe. Das reicht blöderweise nicht aus. Das ist natürlich megamäßig ungeil.
Ja, stimmt ja. Ich hätte eigentlich gehofft, dass das ausreicht. Machen wir das Ganze einfach nochmal. Bullet Punch, Schmerzen und jetzt treff doch bitte. Du triffst und es ist down. Sehr gut. So, jetzt kommt Stun. Das ist natürlich richtig, richtig scheiße. Das heißt, ich mache mal wieder meinen Herb-Trick. So, was mache ich denn gegen das Starmie eigentlich? Das habe ich mir eigentlich noch gar nicht so überlegt. Was mache ich gegen das Starmie? Ja. Nun, was kommt denn danach? Ach du heilige Scheiße, ja super, es ist, wenn ich schon das danach sehe, kriege ich mir das Kotzen. Ich würde mal sagen, ich guck mal. Ja, wobei. Also Stami wird Despotar sicherlich nicht one-hitten. Ich meine, wenn er Hydro-Pump hat, dann trifft er sowieso nicht. So ein Crunch mit einer Sonnenbrille macht ja sicherlich ordentlich Schaden, mein Stami. Ich versuch's einfach mal. Ich versuche es einfach mal. Despotar wird das wahrscheinlich nicht wirklich überleben. So, aber allein schon der Sandsturm hilft mir gegen Stami auf jeden Fall schon so ein bisschen. Komm, du one-hittest mich doch nicht, oder? Bei weitem nicht. Was machst du denn? Wieso machst du keine vierfach effektive Attacke? Sehr gut. So, das ist gar nicht mal so schlecht, denn jetzt kommt dieses gute Exemplar hier. Da drücke ich mal gepflegt auf Erdbeben. Ich hoffe einfach, dass ich das überlebe. Ich überlebe es aber tatsächlich. Sehr gut. Sehr gut, dann benutze ich doch mal einen gepflegten Hypertrank gerade mal. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ach, er nimmt sich sogar gleich komplett selber raus. Gut, dann hätten wir noch sein letztes Pokémon. Das wäre eine Mega-Karmerupt. Ja, das ist natürlich richtig, richtig super. Ich scoute mal, was er macht erst. Ich habe ja genug Hypertränke. Ich gucke mal, was er macht. Wenn sein Mega-Karm ruppt. Das ist Power. Okay, das ist ungeil. Das ist... ja. Guten Tag. Mega-Karm ruppt. Ja. Was tun wir denn gegen dich? Das ist eine berechtigte Frage, möchte ich meinen. Ich drücke mal auf die Hydro-Pumpe und hoffe das Beste. Ich bin auf jeden Fall schneller und ich treffe. Oh, das dürfte besonders mit dem Mystic Water Schaden machen. Das war's. Es war ein Crit. Das war's. 1, 2, 3 erledigt. Ja, easy. Zum Glück ganz ohne Heil-Items geschafft. Sehr gut. Dann fehlt noch der letzte. Das H, beziehungsweise eine Sie ist es. Dafür muss ich aber jetzt ein ordentliches Stück laufen. Das kann echt eine ganze Weile dauern. Bis gleich. Ich mache einen Cut. So, da wäre ich bei Nummer 6, der guten Hanna, dem Haar von Sinnoh, dem Boss schlechthin und alter Vater hat die ein Team. Ich weiß gar nicht, was ich gegen dieses Team machen soll. Ich habe ein bisschen umgestellt, das Huntail habe ich dabei, weil ich es dabei haben muss. Pokémon League Höhen, da steht die gute. Ja, ich habe meinen Hundemon, mein Rihornio, mein Brutalanda, mein Zidrekking und mein Despotar, was auch anfangen wird dabei. Ich habe Angst. Sie fängt mit einem Hundemon an. Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen soll, ehrlich gesagt. Ich werde eventuell jetzt richtig hart auf die Schnauze kriegen. Hi. alles prächtig, ne? Es ist super. Oh, scheiße, ey. Los, Despotar Sandsturm. Boah, ich hoffe so, dass der Sandsturm richtig viel machen wird. So,
Das Hundemon dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich habe Desputter die Überreste mitgegeben. Und hier übrigens, Butalanda trägt dieses Ding hier. Eventuell wird mir das nochmal den Arsch retten. Also, eigentlich müsste doch ein Erdbeben ausreichen. Ich meine, es ist ein Hundemon. Das kann eigentlich nicht so viel aushalten. Oh, ich bin sogar schneller. Okay, es reicht nicht aus. Wieso macht er das denn jetzt? Wieso macht er diese Attacke denn jetzt? Er kann Brutalander doch nicht one-hitten, oder? Eigentlich nicht. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich weiß nicht, ob ich schneller bin. Jetzt ist er natürlich schneller. Natürlich flinche ich. Okay, mein Freund, das Spielchen können wir auch so weiterspielen von mir aus. Dann setze ich jetzt mal einen Hypertrank ein. Wenn du mich flinchen lässt, dann setze ich einen Hypertrank ein. Dann habe ich hier gar kein Problem mit. Und weißt du was? Ich mache das Ganze jetzt auch nochmal, damit dich der Sandsturm killt. So, ciao Hundemon. So, das Blöde ist jetzt natürlich, jetzt kommt das Machomai. Bin ich schneller wie ein Machomai? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach mal optimistisch. Ja. Okay, ich mache ordentlich viel Schaden. Eispunch. Hä? What? Eispunch trifft mich, während ich fliege? What? Das sieht mir aber nach einem Bug aus. Seit wann trifft Eispunch denn, wenn man fliegt? Das sieht mir nach einem Bug aus. Das ist jetzt scheiße. Also ich bin mir sehr sicher, dass. Also, wenn man fliegt, trifft doch eigentlich nur. Was war das? Donner trifft ein, wenn man fliegt. Und da gab es noch eine Attacke, oder? Vielleicht sogar noch zwei. Aber doch definitiv nicht Eispunch. Das ist jetzt hart ungeil. Das ist, denke ich mal, ein Bug. Ja. Gut, das ist jetzt richtig hart scheiße. Ich hole mal Seedra King rein. Boah, ich will es aber nicht durch einen Bug verlieren. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn Fliegen getroffen hätte mit dem Ding, das hätte richtig hardcore Schaden gemacht. Ich guck mal, ob eine Hydropumpe trifft. Ich dürfte ja schneller sein. Ja, ich treffe. Macht aber leider nicht so viel. Wow. Boah, sollte ich jetzt echt wegen dem Bug verlieren? Das ist natürlich jetzt hardcore bitter, ey. Das ist natürlich jetzt hart bitter. Ja, ich bin bereits verwirrt. Das ist also seine Drecksstrategie. Mein Freund, mein Freund, mein Freund, mein Freund. So, weißt du was du kriegst? Ist erstmal ein Toxin ab. Ich bin nämlich schneller. Was für dein OP-Eis. Alter, wie viel Schaden macht denn der Eispunch bitte? Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das ein One-Hit ist. Ja. Läuft recht gut. Ich würde mal sagen, das Opfer kann mal gerade reinkommen. Ja, das Geile ist jetzt natürlich, eigentlich dürfte das. Also eigentlich wäre das Macho mal kein Problem. Wenn ich Brutalander rausschicke, mache ich Fliegen. Sein Eispunch geht daneben und ich kill ihn mit Fliegen. Nur durch diesen Bug hier trifft. Also Eispunch trifft niemals bei Fliegen, das könnt ihr mir erzählen. Das ist in echt niemals so, das muss ein Bug sein. Das heißt, Brutalander kann ich leider Gottes vergessen, deswegen hole ich mal Seedra King wieder.
Ja, dann natürlich Sun-Up, kannst du gerne machen. Das interessiert mich recht wenig. Dann soll ich einfach mal, na, wobei ich brauche es ja eigentlich jetzt nicht mehr. Die Sache ist, hiernach kommt ein Talon-Flame. Das wäre ein Auftrag für Rhyperia in der Regel. Ich bräuchte jetzt also eigentlich, während hier eine Serie ganz, ganz, ganz gut ist, Ich bin gerade überlegen, wen ich reinschicken soll. Derjenige wird ja eigentlich sowieso drauf gehen. Sidra King hält auf jeden Fall einen Schlag aus. Ja, Despotar hätte halt dann nochmal den Sandsturm, der halt rauskommen könnte. Ja. Seedra King kann er nicht one-hitten, deswegen hole ich jetzt einfach mal Seedra King raus, während ich hier voll gespammt werde. So, er kann Seedra King ja nicht one-hitten. Also ich kann das eigentlich schon mal nutzen, um Brutalanda schon mal just for fun wiederzuholen. Er kann mich ja nicht one-hitten, ne? Das schafft er nicht. Ich bin verwirrt. Das macht aber nichts. Das macht aber nichts, weil die Vergiftung wird ihn nächste Runde killen. Das heißt, ich benutze einfach einen Hypertrank und gucke einfach zu, wie er an dem Gift verreckt. So, das kannst du gerne jetzt nochmal machen. So, easy peasy. Und das Gift müsste ihn jetzt eigentlich töten. Sehr gut. Meine Fresse. Hallo Talonflame. Ich scoute mal, was du machst. Machst Brave Blood. Du verletzt dich dabei eigentlich ganz gut selber. Machst du das jetzt irgendwie immer weiter oder? Also jetzt nur mal so rein sporadisch gefragt, machst du das jetzt die ganze Zeit? Also genug Tränke hätte ich. Ja, mach das echt die ganze Zeit. Okay, dann kann ich noch irgendwas. Ne, ich bin mit Sicherheit nicht schneller. Habe ich noch so ein Billo-Beleber? Da würde ich nämlich Huntail einfach mal wieder beleben. Soll er sich doch selber Schaden machen? Ich habe doch bestimmt noch so einen Billo-Beleber, oder? Ich habe doch. Ja, hier, komm. Belebe ich mal ein Opfer wieder. Ja, Brave Bird kannst du gerne machen. Mach dir ruhig selber ordentlich Damage. Brave Bird macht. Das ist natürlich interessant. Warte mal, was kommt danach? Ach du heilige Scheiße. Okay, ich glaube, es ist Zeit für den Sandsturm. So, viel Spaß. Der Sandsturm dürfte dir wehtun und ich denke mal, das dürfte dir auch sehr, sehr wehtun. So, das macht Despotar nicht wirklich viel aus. Aber wenn das jetzt trifft, dürfte es das hoffentlich gewesen sein. Und das war's. Sehr gut. So, Hälfte hätten wir geschafft. Jetzt kommt das Problem. Hi. Ich bin auf keinen Fall schneller. Ich bin auf absolut gar keinen Fall schneller. Was macht er denn Schönes? Bullet Punch. Macht der Sandsturm im wenigstens noch ein bisschen Schaden? Das würde mich ja interessieren. So, mal gucken, ob mein genialer Drecksplan funktioniert. Wahrscheinlich absolut überhaupt nicht. Hi. Das wird niemals funktionieren. Das wird niemals. Ich bin niemals schneller. Das war ein Crit. Hallöchen.
Okay, das dürfte jetzt mit Holzkohle aber doch schon gut Schaden machen, möchte ich mal meinen. Na gut. Warte mal, ich habe doch noch so eine Max Potion. Ich habe ja sogar noch ein paar gekauft. Wie viel zieht das genau ab? Zieht er mir weniger? Also, das eben war ja ein Crit, ne? Okay. Das heißt, ein Inferno dürfte ihn killen. Verstehe ich das richtig? Well, let's do it. Let's do it. Er crittet nicht und wenn Inferno trifft, müsste er down sein. Ach ja, ich liebe es. Ich habe ja Zeit. Ich habe ja Zeit. Ist ja nicht. Danach kommt übrigens ein Rat. Das war ein Crit. Kleinen Wichser. Okay, ein Hypertrank würde aber ausreichen, um ihn jetzt wieder voll zu machen. Vielleicht sollte ich doch lieber auf den guten alten Flammenwurf gehen. Ich denke mal, das ist dann doch die sichere Variante. So, das war jetzt kein Crit. Ich gehe mal auf den Flammenwurf. Vielleicht kritte ich jetzt ja mal. Das wäre doch auch mal was. So, dann drücke ich mal wieder eine Max Potion und dann dürfte es das mit diesem Megameter-Ruß auch gewesen sein. So, insofern er jetzt natürlich nicht krittet. Er krittet nicht, sehr gut. Und Tschüssikowski, Megameter-Groß. Das war's mit dir. So, jetzt kommt ein Pokémon, vor dem ich ein bisschen Respekt habe, tatsächlich. Ein Ramot. Hi. Willst du dich boosten, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal, was das Ramot macht. Käfer-Attacke. Ramot ist Feuer, nicht Flug, sondern Feuer. Was ist Ramot nochmal? Wozu habe ich eigentlich meinen zweiten Bildschirm? Ich gucke gerade mal nach, was Ramot nochmal ist, vom Zweityp her. Ja, Feuerkäfer, natürlich, was auch sonst. Ja. Ich würde einfach mal sagen, ich hole Seedra King raus und drücke ihm eine Hydro-Pumpe ins Gesicht. Ich meine, das dürfte ja eigentlich schon recht wehtun. Hoffe ich jetzt mal. So eine Hydro-Pumpe mitten ins. Ach, wie ist es? Er schneller! Ah, ich treffe. Sehr gut. Ja. Das ist schon mal mehr als die Hälfte. Das heißt, mit einem guten alten Brain werde ich das dann doch machen können. Er wird mich, denke ich mal, dann jetzt aus dem Spiel nehmen. Ja, mach du mal, mach du mal. Du bist gleich sowieso weg. Jetzt hole ich nämlich wieder mein Ultra-Opfer hier rein. So. Ja, meine Liebe, gegen Mr. Chidorino kommst du nicht an. Gleich bist du weg. Kannst du mal von deinem Ramot verabschieden hier. So, das hätten wir auch erledigt. Und willkommen zurück. So, das dürfte es dann eigentlich auch gewesen sein mit dem Vieh. Sehr gut. Jawohl. Letztes Pokémon, dann haben wir ein Mega-Tohaido. Hi. Du bist Wasserunlicht. Wasserunlicht ist ungeil. Ja. Was soll ich dagegen schon wiederholen? Mal gucken, was hast du denn so für eine Attacke?
Erdbeben, natürlich, ja. Klar, an anderer Stelle hätte ich auch Erdbeben. So, ich versuche mal, ihn mit Toxin zu vergiften. Dann dürfte die Sache auf jeden Fall erledigt sein. Der Bedroher tut auch nochmal sein Übriges. Mal gucken, ob ich durchkomme. Ja, sehr gut. Und jawohl. Gott, das dürfte die Vorentscheidung sein, tatsächlich. Er ist auf jeden Fall schneller. Ja, komm, ich verwende noch mal ein letztes Herb hier. Eins verwende ich noch. So, dann mach du mal einen Abgang. So, dann drücke ich dem jetzt einen Doppeldamage rein, mit dem auch noch schönen Sandsturm, und dann hat sich die Sache auch erledigt. Der Sandsturm macht auch nochmal schöne Schaden. Erdbeben setzt du ein, mein Lieber. Das kann ich theoretisch auch einsetzen. Oh, das reicht sogar gar nicht. Dann kriegst du jetzt auch nochmal Erdbeben ab. My friend. Aua. Es tut auch weh. Was macht man noch nicht? Und das war's für dich. Schönen Tag. Rihornio, mein Name. Und ciao. Und das Gift verreckt. Reckt dich dahin, wollte ich sagen. So, Sidraking steht alleine noch da. Und wir können theoretisch nach Sinuia, wenn wir jetzt nämlich nochmal mit ihr reden. So, ich werde natürlich jetzt alle Items selbstverständlich dran behalten. Ich werde die jetzt natürlich nicht ablegen. Wieso sollte man so etwas auch tun? Nein. Ich brauche keine Änderung. Schön. So, dann nehmen wir hier doch mal alles ab. So. Sehr gut. Ich weiß auch schon, was für einen Starter ich nehmen werde. Ich bin auch, glaube ich, eigentlich recht gut ausgerüstet. Ich packe einfach mal provisorisch meine Pokémon, die mir den Sieg gebracht haben, auf die Box. Ach, Visenio, wie sehr werde ich dich vermissen. Mit was für ein Pokémon fragen wir sie mal. Das hat zwar absolut gar keinen Effekt. Hier kommt immer mal ein Starmie. So, komm, du kommst hier auch noch mit rein. So, dann würde ich mal sagen, werde ich die Folge damit beenden, dass ich nach Sinnoh reise. Boah. Bin echt gespannt. Genau. Ich habe mich bewiesen. Okay, sie nimmt mich mit. Ja, ich bin sicher. Bring mich dahin. Ja, komm, mach es. Ja, bring mich dahin. Komm schon. Ja. Und hier sind wir in Sinnoh. Wir sind in der vierten Region Sinnoh, von der es noch gar keine Map gibt. Ich kenne mich in Sinnoh gar nicht wirklich aus. Ich bin gespannt. Ich muss mir einfach noch den PC angucken, den ich mir nicht angucken kann. Leute, in der nächsten Folge starten wir in Sinnoh so richtig durch und holen uns unser Starter-Pokémon. Ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann und ciao.